und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute in meinem Ankleidezimmer. Das ist mein Kleiderschrank. Und zwar war ich ein bisschen shoppen. Ich habe ein paar Sachen zugeschickt bekommen, unter anderem von Junkyard. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal die Sachen. Und ich zeige sie euch auch angezogen. Heute ist übrigens Karneval. Habe ich einen Bock drauf? Nein. Also das hier ist das erste Outfit. Mich haben auch in meinem letzten Video, war das glaube ich, viele nach diesem Oberteil gefragt. Das ist ein Body von Nike. Der ist ganz eng geschnitten. Ich weiß gar nicht, welche Größe ich habe. Steht aber alles in der Infobox. Ich glaube S. Ja, hat so Ärmel. Und da ist halt einfach dieses Nike-Zeichen drauf. Dazu habe ich eine Nike-Jogginghose. Das ist eine Männer-Jogginghose. Ja, so sieht die aus. Hat unten, ist das so zu sexy, dann, ne? Hat unten so, ist es so ein bisschen enger geschnitten. Dazu habe ich noch eine Jacke. Und zwar die hier, auch von Nike. Irgendwie ist das ein komplettes Nike-Outfit. Die ist so warm, ne? Ich kann da ganz drauf klar. Und die hat eine sehr große Kapuze. Ich mag das so. Und die ist einfach ganz chillig und sehr, sehr warm. Und dann passend dazu noch Schuhe. Und zwar die Nikes Techno. Wie heißt die? Das sind die Nike M2K Techno. Die sind echt sexy. Ich mag die voll gerne. Übrigens sind die ganzen Sachen von Junkyard, habe ich total vergessen zu sagen. Und ich habe noch einen Rabattcode, aber den zeige ich euch gleich. Dann habe ich noch zwei echt coole Hosen, aber ich tue mich voll schwer damit, die zu kombinieren. Einmal diese von Nike. Das hat an den Seiten auch so Knöpfe, die sind rot. Muss halt noch gucken, wie ich die kombiniere. Ich denke mal mit einem weißen Oberteil. Aber die ziehe ich jetzt auch mal gleich an. Und dann noch diese Hose von Adidas. Das ist auch derselbe Stoff. Wie heißen die? Trick Pants? Ja, Trick Pants. Hier ist dann so ein Adidas-Zeichen. Das ist so ein Blau-Grau. Und unten gehen die auch, geht die auch zusammen. So. Das ist die eine Hose. Wartet. Das ist die Hose. Das Ding bei der Hose, ich hätte die glaube ich mal ein bisschen größer nehmen müssen. Die ist schön so, aber die macht einfach keine Figur. So. Gar nicht. Das ist einfach so. Dann als nächstes, ich finde schwarz passt da gar nicht zu. Aber egal, wir ignorieren das jetzt. Das ist diese Hose. Ich finde die echt killer, wenn ich jetzt, also ich stelle mir da halt so ein weißes Oberteil zu, vielleicht so ein enges. Aber ich glaube, das liegt halt einfach an den Hosen, weil da habe ich halt auch gar keine Figur drin. Oder vielleicht habe ich auch einfach keine Figur. Aber die Hose finde ich auf jeden Fall echt cool. Boah, ich hätte so gerne eine Jacke dazu, ne? Wenn jemand weiß, wo ich so eine Jacke bekomme, sag mir bitte Bescheid. Dann habe ich noch eine Adidas Leggings in schwarz. Ich weiß, das ist grau. Aber die schwarze ist gerade in der Wäsche. Ja, die muss ich ja jetzt nicht anziehen. Ich kaufe mir immer sehr gerne diese normalen Leggings, weil... Kannst du eigentlich zu allem kombinieren. Und... Ja. Dann die restlichen Sachen habe ich für Jessie bestellt. Also das waren auch Männersachen. Davon verlinke ich euch hier Bilder. Er hatte jetzt zu Hause. Aber das war, glaube ich, ein roter Pulli, ein schwarzer Pulli, Air Force und... Und eine Mütze, ja. Das war es dann auch mit Junkyard. Wie gesagt, die Seite promote ich ja schon etwas länger. Ich finde die Sachen jedes Mal echt schön. Und die Seite lohnt sich auf jeden Fall. Ich verkaufe Nike-Sachen, Adidas-Sachen, Fila-Sachen, Moschino-Sachen, Puma-Sachen. Junkyard selber hat auch eine Marke. Also wie gesagt, wirklich eine sehr, sehr coole Seite. Guckt auf jeden Fall mal da vorbei. Ich habe auch einen Rabattcode, den schreibe ich euch hier hin. Damit könnt ihr Geld sparen. Bis zum, eigentlich nur bis zum 3. März, aber weil ich ja so spät bin, bis zum 10. März. Also. Dann das nächste Outfit ist von Bershka. Das ist einmal eine Lederjacke in so, wie heißt das? Schlangenoptik. Und dasselbe auch bei dem Rock. Ihr könntet das so anziehen, dann sieht das, finde ich, auch aus wie ein Kleid. Oder das vielleicht so einklappen.
Oder vielleicht auch einfach aufmachen. Muss ja halt einfach gucken. Ich habe das jetzt im Sale gekauft. Ich glaube, ich habe für die Jacke 20 Euro und für den Rock. Also ich liebe das Outfit. Ich finde das echt cool. Dann, wenn wir schon mal bei Bershka sind, habe ich mir noch zwei Bodies da gekauft. Einmal in schwarz. Den habe ich einmal, wie gesagt, in schwarz und in neongelb. Davon blende ich euch mal ein Bild ein. Das sieht auf dem Bild ein bisschen aus wie neongrün, aber das ist nicht. Und die haben, glaube ich, 12 Euro gekostet oder so. Also geht voll klar. Und die Hose, da fragen mich auch immer sehr, sehr viele. Ne? Diese Hose ist von AliExpress. Ich hab das eigentlich schon mal in einem Video gezeigt, soweit ich weiß. Da habe ich halt noch ein Oberteil zu. Aber wie gesagt, das ist von AliExpress. Ich versuche mal, euch mal den Link rauszusuchen. Aber ich weiß, dass viele Angst haben, bei AliExpress zu bestellen. Bei mir sind bis jetzt eigentlich alle Sachen angekommen. Es ist halt immer, das ist aber bei jeder Internetseite so. Du weißt nicht, wie es ankommt, ob es gut ist oder nicht. Ich muss euch eine Sache zeigen. Auf dem Bild sah das so killer aus. Und jetzt zeige ich euch schon mal, wie das in echt aussah. Und zwar war das dieses Kleid. ja, das hat 25 Euro gekostet. Eigentlich ist es sogar noch voll viel für AliExpress. Erstens, auf dem Kleid sah das nicht aus wie, auf dem Bild sah das nicht aus wie Latex, sondern wie Leder. Und ich habe das, in welcher Größe habe ich das? Steht schon mal Größe drin. Ich meine, ich habe das sogar, warte. Ah, S. Wieso habe ich ein S genommen? Ich habe kein S genommen. Oh mein Gott. Also es sollte ja ein Kleid sein, aber... Also entweder habt ihr Glück oder Pech, das ist aber bei jeder Internetseite. Das war's auch schon mit dem Video. Ich weiß, es war jetzt nicht so lang, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vergesst nicht, meinen Rabattcode zu benutzen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!